Aber dass wir Aya zum Beispiel verloren haben, das ist hausgemacht, finde ich, oder? Denn wenn man im Studium nicht gut aufgenommen wird, beziehungsweise das Gefühl hat, es ist so ein bisschen angestaubt und vorsintflutlich, Aya, was hättest du dir denn anders gewünscht? Wie hätten wir dich denn an der Stange halten können, sage ich mal? Ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall einige mehr Angebote innerhalb der Uni erhofft. Also zum Beispiel Angebote, dass man Beratungen speziell für Minderheiten, sage ich mal, in der Uni halt, dass man sich einigermaßen verstanden fühlt oder überhaupt gesehen fühlt, dass das Problem existiert und dass auch daran gearbeitet wird, dass das Problem aufgehoben wird oder zumindest irgendwelche Verbesserungen halt nachgestrebt werden. Und was ich auch vorhin gesagt habe, diese Vorbildsfunktion, dass man eine erfolgreiche Frau vielleicht oder jüngere Person vor sich sieht, irgendwie die Ahnung vom Thema hat, die das unterrichtet und die das auch auf ihre Art und Weise macht und nicht irgendwie wie ein Professor, der das irgendwie seit 50 Jahren macht. Ich glaube, das spielt auch eine riesige Rolle. Und da, also du wünschst dir mehr Rollenvorbilder? Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auch die man sieht und nicht nur die man halt, wonach man suchen muss. Mhm. Die man einfach vorhanden hat. Und weil ich glaube, kein junger Mensch, vielleicht die wenigsten, tun sich überhaupt die Mühe, nach einer Person zu suchen, in der sie ein Vorbild sehen. Also die müssen schon einfach sehr präsent sein, sehr vorhanden sein. Genau, und einfach diese Beratungsstellen, dass man, ne, also dass man halt auch konkret auf Frauen zugeht und einfach sagt, hey, komm, wir machen, also es muss ja keine Psychotherapie sein, sondern es soll einfach eine Gesprächsrunde sein mit anderen Frauen, die irgendwie einfach das Gleiche erleben. Und hey, wir treffen uns einfach auf einen Kaffee und reden jetzt drüber und schauen, wie wir einfach uns auch selber helfen können und einander helfen können. Also auch dieses irgendwie so einander supporten, das war einfach nicht wirklich vorhanden, einfach weil es so wenige Leute gab. Genau. Okay, also wenn wir jetzt mal einen kleinen Ausblick wagen, wir brauchen mehr Role Models, wir brauchen mehr Frauen, die E-Technik studiert haben oder die im Berufsleben sind, die sich auch zeigen, die sich vielleicht auch als Mentorin oder so anbieten wollen. Gut, das ist das eine, aber im Studium selber, da können die Firmen jetzt, glaube ich, nicht so viel tun. Da müssen schon die Unis selber arbeiten. Ich weiß nicht, kommt dir das bekannt vor oder siehst du da auch noch Verbesserungsbedarf, Martina? Also wir versuchen in unserem Studiengang der Elektrotechnik seit Jahren mehr Frauen an die Professorenstellen, an die Professuren zu bekommen. Ich bin seit 9 Jahren da und ich war die erste in der Fakultät, die erste Frau in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik. Und seitdem bin ich natürlich auch in allen Berufungskommissionen aktiv und habe das auch immer versucht, aktiv zu treiben. Und wir haben es jetzt geschafft. Wir haben dieses Jahr die zweite Frau bekommen. Und es ist so unendlich schwierig. Also ich habe natürlich auch meinen ganzen Freundeskreis durchgescannt, ja, die mit mir studiert haben. Und wir haben vorhin gerade drüber geredet. Ich kenne aus meinem Jahrgang Studium, also ich habe vor 30 Jahren angefangen zu studieren, kenne ich jetzt insgesamt 4 Professorinnen. Also da ist wirklich ein Riesenbedarf da. Die Hochschulen, die Unis suchen Frauen. Das ist in Ausschreibungen auch immer drin, ne, dass also Frauen besonders aufgefordert werden, sich zu bewerben. Aber es ist leider oft so, und das war bei mir auch erst so ein bisschen was. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich bin da nicht gut genug für. Also ich habe dann auch so ein typisches Muster irgendwie gehabt, wo ich gedacht habe, ich muss erst noch mehr lernen, noch länger in der Industrie sein, mich wieder mehr vertiefen in die Theorie und da besser werden. Und also wenn ich nicht jemand gehabt hätte, mein Mann, der hat damals gesagt, los, bewirb dich jetzt endlich, ja, und du bist gut genug, du kannst das, dann wäre ich vielleicht jetzt nicht hier. Und also das ist die andere Seite. Das heißt, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen meine Generation, die jetzt zu den Professorinnen wird oder vielleicht auch schon ein bisschen jünger. Ich bin ja auch schon 9 Jahre dabei.
Aber ich glaube, da gilt es auch, den Frauen zu sagen, hey, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, ihr seid toll, ihr könnt was. Und wir brauchen euch an dieser exponierten Stelle. Wir brauchen euch, damit ihr als Role Models dafür sorgt, dass andere Frauen sich auch trauen, diesen Studiengang zu studieren. Also ich sehe das sehr kritisch mittlerweile. Aber ich glaube, da muss einfach auch sehr viel passieren. Wir müssen da auch mehr machen. Mhm. Und wir machen das wirklich so, wir sprechen gezielt Frauen an, die eben das entsprechende Studium, Promotion, Zeit in der Industrie haben. Wir scannen die in den sozialen Medien, wir suchen wirklich überall, über alle Kanäle. Und dann reden wir wirklich konkret mit diesen Frauen und sagen, hey, können sich nicht vorstellen, sowas zu machen. Wir unterstützen euch. Wir haben übrigens hier in Aalen, es ist schade, Aya, dass du nicht bei uns studiert hast. Ja, dann wärst du bei mir gewesen. Und wir haben also auch Mentoring-Programme. Wir begleiten die Frauen. Ich war ja jetzt einige Jahre auch Studiengangsleiterin und das war natürlich für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, auch gerade die Frauen zu unterstützen, zu begleiten, zu stärken, ja, zu helfen, auch emotional. Und das war für mich immer ein ganz großer Teil meiner Arbeit auch. Aber wir haben leider hier in Aalen auch viel zu wenige. Also ich halte fest, wir brauchen Mutmacher und Unterstützer, vor allem im Grundstudium. Ne? Wir haben uns ja im Vorgespräch schon unterhalten und es ist eben so.